Hallo und herzlich willkommen bei Aufklärung tut Not. Mein Name ist Michael Überscher. Aufklärung tut Not habe ich vor einiger Zeit gegründet, weil ja unter anderem auch oder im Besonderen auch zum Thema häusliche Gewalt extrem viele Halbwahrheiten in der Öffentlichkeit kursieren. Und ich habe mir damals auf die Fahne geschrieben, mit diesen Halbwahrheiten aufzuräumen. Ihr findet gerade aktuell auf meiner Steady-Seite einen neuen Artikel zum Thema Macht ausüben von Tätern, also von Männern, die ihre Ehefrau oder Partnerin schlagen. Und ja, gleichzeitig geht es ja bei Aufklärung tut Not um Beziehung und Kommunikation. Und da mag sich der ein oder andere von euch fragen, der bei mir auf dem Kanal landet, worüber ich mich natürlich immer freue, wenn ihr auf meinem Kanal landet, der mag sich fragen, wieso eigentlich Beziehung und Kommunikation in einem Atemzug? Also warum nenne ich Beziehung und Kommunikation in einem Atemzug und warum betone ich auch, dass Kommunikation in einer Beziehung, innerhalb einer Partnerschaft oder Ehe so wichtig ist? Ja, und dazu kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich war nämlich mit meiner Ehefrau vor einigen Jahren bei uns im Viertel unterwegs und dort stießen wir auf eine Damengruppe und es war relativ schnell ersichtlich, dass diese Damengruppe Junggesellinnenabschied feierte. Und ehe wir uns versahen, kam die Dame, die beabsichtigte, demnächst zu heiraten, auf meine Frau zu und fragte sie, wie lange wir denn schon zusammen wären. Und da sagte meine Frau ihr, dass wir schon seit 10 Jahren oder 12 Jahren, ich weiß es nicht mehr ganz genau, heute sind es ja schon über 20 Jahre, verheiratet sind. Und die Dame, die sich in das Abenteuer Ehe stürzen wollte, fragte meine Frau, wie wir das denn machen. Und ja, meine Frau antwortete wahrheitsgemäß auf diese Frage mit: Das Einzige, was wichtig ist, ist im Gespräch bleiben. Ja, im Gespräch bleiben bedeutet halt eben Kommunikation, miteinander sprechen, sich austauschen, eigene Grenzen klar machen und so weiter und so fort. Und deswegen geht es hier bei mir auf dem Kanal Aufklärung tut Not vornehmlich um Beziehung und Kommunikation. Ja, ist natürlich eine super Idee, miteinander zu sprechen. Und ihr findet ja auch schon das ein oder andere Video, beispielsweise zu der Frage, warum Partner denn schweigen. Also warum sie sich vermeintlich weigern, mit ihrer Ehefrau oder ihrem Ehemann zu sprechen. Und das zeigt, der Ansatz im Gespräch bleiben ist ein guter. Gleichzeitig scheint es Schwierigkeiten zu geben. Die gab es im Übrigen auch in meiner Ehe, also zwischen meiner Ehefrau und mir, und die gibt es auch immer noch. Scheint es Schwierigkeiten zu geben, dem zu folgen und entsprechend immer im Gespräch zu bleiben. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass wir extrem schnell Gefahr laufen, aneinander vorbeizureden. Und aus dem Hintergrund habe ich ja schon das ein oder andere Video auch zum Basiswissen hinsichtlich Kommunikation veröffentlicht. Da geht es halt eben einfach darum, dass wir, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir eine Aussage treffen, Botschaften vermitteln können. Und das können wir auf unterschiedlichen Ebenen machen. Und ja, wie das so oft ist im Leben, schleicht sich da irgendwas ein. Schleicht sich irgendwie ein Lapsus ein, so würde ich es mal nennen. Gewohnheiten manifestieren sich auch, wenn wir miteinander reden, in unserer Partnerschaft oder Ehe. Und das ist natürlich dann ein Einfallstor für Missverständnisse. Und es ist ganz wichtig, dass ich jetzt nochmal darauf hinweise, wenn wir Missverständnisse in unserer Beziehung haben, dann macht das was mit uns. Im Allgemeinen stellen sich dann extrem unangenehme Gefühle ein.
Und mit diesem Gefühl müssen wir wiederum umgehen. Ja, und das ist halt eben alles nicht so einfach. Und aus diesem Hintergrund halt eben Aufklärung tut Not, Beziehung und Kommunikation. Und natürlich spielen da die individuellen Erfahrungen in der Herkunftsfamilie eine Rolle. Das will ich gar nicht abstreiten. Nichtsdestotrotz muss es ja darum gehen, in einer Beziehung, Partnerschaft oder Ehe im Hier und Jetzt daran zu arbeiten, so miteinander zu sprechen, über die eigenen Belange, Herausforderungen von außen, dass wir uns verständigen können. Und darum geht es halt hier auf Aufklärung tut Not. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ist natürlich besonders ratsam, wenn ihr Beziehungsprobleme habt. Kommunikationsprobleme können sich halt eben auch ja dahingehend problematisch entwickeln, dass dadurch wiederum Beziehungsprobleme entstehen können und umgekehrt. Ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Schreibt mir auch in die Kommentare. Schreibt mir auch, welche Anliegen ihr habt, womit ihr aktuell beschäftigt seid. Natürlich freue ich mich auch über Nachrichten, dass es bei euch momentan gut läuft. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dahin, tschüss.